Ja, euch ist es doch sicher auch schon mal so gegangen, oder? Nach einer langen Zeit des Nichtstun baust nicht nur du selbst ziemlich ab, sondern auch dein Rad. Denn die Reifen verlieren allmählich an Luft. Und wenn du vergisst, es nachzukontrollieren, hast du wie ich genau zwei Möglichkeiten. Entweder du hast deine mobile Fahrradpumpe dabei oder du kannst schieben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gadgets Powered by PowerUnity. Wir freuen uns, dass ihr uns auch diesmal in den Weiten des Internets gefunden habt. Wie ihr im Intro gesehen habt, ist die regelmäßige Kontrolle der Reifendrücke absolut elementar. Wenn euch ein solcher Mangel aber mal nicht auffällt, dann seid ihr wegen uns ab jetzt nicht mehr auf dieses kleine Horrorteil von Pumpe angewiesen. Denn wir zeigen euch heute unsere ganz persönliche Lösung für dieses Problem. Darf ich vorstellen, die neueste Erfindung aus dem Hause Gadgets Powered by PowerUnity. Airbag. Damit bin ich in jeder Situation perfekt gerüstet. Ich kann meine Reifen aufpumpen und mein Handy laden und sogar meine Mitstreiter blenden, wenn ich darauf Lust habe. Tja, jetzt habe ich zwar wieder Luft im Reifen, mir selbst bleibt aber die Luft weg. Abgesehen davon frage ich mich, ob man diese drei Funktionen, Handyladen, Licht und Luftpumpe, nicht viel kompakter kombinieren kann. Und ja, man kann. Mit Smart Pump. Verabschiede dich von nervigen Handpumpen und der ständigen Gefahr, deine Reifen zu überfüllen. Smart Pump spart dir Zeit, Mühe und Energie. Die Smart Pump kann zu Hause oder während einer ausgedehnten Tour verwendet werden, füllt deine Fahrradreifen in wenigen Sekunden und spart dabei auch noch Platz, denn die Smart Pump ist nicht viel größer als eine kleine Getränkeflasche. Darüber hinaus bietet Smart Pump noch weitere Funktionen. So kann sie als Powerbank oder als Taschenlampe verwendet werden. Zudem gibt es universelle Aufsätze, wodurch nicht nur Reifen mit dem Gadget aufgepumpt werden können, sondern auch andere Dinge. Man muss lediglich den richtigen Aufsatz wählen, draufstecken und fixieren und danach eigentlich einfach nur noch auf Start drücken. Also viel einfacher kann man das Ganze wirklich nicht mehr gestalten. Ein durchaus schönes Gadget, aber völlig nutzlos, wenn euer E-Bike nicht mehr da ist. Deshalb Bike Tracks von PowerUnity.